Schon wieder kein Geld. Hilfe. Aber ich glaube, das wird gut. Ich glaube, das wird den Verkehr hier in der Gegend deutlich entlasten. Nicht genügend Geld. 15.000. Kann mir jemand Ohrstöpsel oder anderen Gehörschutz empfehlen? Nee, tut mir leid, da musst du mit leben. So. Tunnel. 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 Da könnte ich noch eine hinbauen. Also hier so. Ich glaube, das mache ich auch. So, hier in die Hauptstraße. Da. Jetzt müssen wir nochmal auf 15.000 warten. Ich mache das dann immer ganz gerne so, dass ich quasi in einem Gebiet eine Linie setze, die das ganze Gebiet abdeckt und dann eine Linie, die vom Rand in das nächste Gebiet führt, sodass man quasi entweder mit der Bahn im ganzen Gebiet im Kreis fahren kann, dann an einer Randhaltestelle aussteigt und dann über die ins nächste Gebiet und da dann mit der nächsten Linie wieder im Kreis fahren kann. Also zumindest finde ich, dass das halt irgendwie Sinn macht, wenn man das so macht. Okay. So, ich habe auch schon schönere Linien gebaut, aber das hier ist scheinbar jetzt unsere Haupthaltestelleninsel. Würde ganz gerne noch von der aus ein paar Wege haben. So. Okay, ich glaube, dann können wir jetzt uns erstmal um den Strom kümmern. Oh ja. Oh ja. 20.000, wie viel kostet das nochmal? B-b-b-b-b-b-b 80.000. Uff. Okay, wir müssen sparen. In der Zeit, die wir sparen, kann ich aber schon mal die Linien festlegen. Zum einen möchte ich halt eine Linie haben, die in dem Gebiet hier einigermaßen im Kreis fährt. Also so. Dahin. So, dann wie fährt die wieder. Dann kann ich eigentlich die Linie abschließen. Okay, das fährt jetzt hier überall durch die Gegend. Dann brauche ich jetzt eine Linie, die hier, nach da, nach da, nach da, nach da, nach da, so. Das ist eine schöne Linie. Die verbindet jetzt, das ist quasi die Linie, die alle drei Gebiete neben dem Wohngebiet miteinander verbindet. So, hier oben sollte es recht einfach werden. Da ich das nicht ganz so chaotisch bauen müssen. Linie abschließen. So. Und dann neue Linien hinzufügen. Die fährt jetzt das Gebiet. Wo kann ich die? Wo habe ich die angefangen? Linie abschließen. Genau, perfekt. So. Und dann verbinde ich die drei hier noch. Okay. Jetzt brauchen wir dann eine Linie, die hier unten in dem Gebiet im Kreis fährt. So, die muss aber noch einmal hier rüber fahren. Linie abschließen. Okay, jetzt haben wir hier eine Linie, da eine Linie, da eine Linie und eine Linie, die alles verbindet. So, als nächstes baue ich jetzt hier Haltestationen hin und wir können ein neues Stromkraftwerk bauen. Das ist sehr schön. Zack. So, alle Stromprobleme behoben.
Wir dürfen auch direkt wieder ein neues Klärwerk bauen. Zack. Wir brauchen schon wieder ein neues Wohngebiet. Die war sechsspurig hier, ne? Ja. Zack. Ich glaube, da kann ich dann auch eigentlich schon mal hier den Durchbruch machen. Okay. So, und dann ziehe ich hier die Straßen durch. Okay. Blub. Oh. Warum ist das zu einer Brücke geworden? Ich will da eigentlich keine Brücke haben. Weil das Gefälle so hoch ist. Guck mal, so geht's doch. So. Ich glaube, hier muss ich dann aufgrund der Örtlichkeiten ein bisschen anders bauen. Oder? Nee, muss ich nicht. Ja gut, hier kann ich nichts hinbauen. Da mache ich dann irgendwie einen großen Park hin oder so. Wasser. Was ich aber noch machen kann, ist eine vierspurige Straße. Einmal hier durchzieht, damit die nicht alle über die Straße hier fahren müssen. Das sollte das Ganze noch ein bisschen, noch ein kleines Stückchen entschärfen. So. Ein bisschen Wasser für alle. Ein Glück, dass diese Wasserrohre nicht keine Probleme mit Gefälle haben. So, sehr gut. Sieht's aus. Feuerabdeckung ist schön. Die Abdeckung ist schön. Oberschule brauche ich eine neue. Grundschule. Oha. So. Eine neue Oberschule. Hilfe. Wie viele Leute wohnen da? Dass man so viele Schulen braucht. So. Kann das hier denken. Ah, warte, ich habe vergessen, dass ich hier da noch keine Parks habe. Ich will nicht sowas Großes bauen. Was bist du? Kleiner Spielplatz. Ja, ist ein Wohngebiet, da macht sich ein Spielplatz immer sehr gut. Und natürlich einen japanischen Garten. Die sind immer geil. Ist hier noch irgendwas Kleines? Oh, ein Karussellpark. Das wird der Hit. Boah, und eine Hüpfburg. Ich wünschte, ich hätte eine Hüpfburg bei mir in der Nähe. So, und dann kann ich das alles hier ins Wohngebiet markieren. Also die Leute, die hier wohnen, denen möchte ich nicht wünschen, dass sie mit dem Fahrrad fahren müssen. Okay. Das einzige Problem ist natürlich, dass jetzt auch wieder hier U-Bahn-Haltestellen fehlen. So, ich glaube, das können wir ganz einfach machen. Gefälle zu steil. Ah, wir haben hier echt Probleme mit dem Gefälle, würde ich sagen. So. Zack. Dann machen wir einfach eine Linie, die einmal durch das
neue Gebiet fährt. Beziehungsweise. So, das hier ist ja quasi meine Hauptstation. Da sieht man auch, dass die Tunnel, die ich gebaut habe, nicht total nutzlos sind. Also die zusätzlichen. Denn so, dann können die nämlich direkt zu der Haupthaltestelle fahren. Also quasi, dann fährst du von da oben nach hier unten. Und von hier aus kommst du hier über eine kolossale Stadt. Erreichen der Bevölkerung von 36.000. Kernkraftwerk, Frachtumschlagplatz. Ja, wir haben von den neuen Gebäuden noch nichts gebaut. Das geht alles viel zu schnell. Gewerbegebiet kann ich eben abgrenzen. Das haben wir ja alle schon vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet. Und was ich auch mal machen könnte, ist das hier. Voll an der Klippe. So, ich bleibe aber ganz gerne immer auf derselben Kameraposition. Okay, Wohngebiete sind ausgewiesen, Gewerbegebiete sind ausgewiesen. Ja, das läuft doch alles. Die haben hier Probleme mit dem Lärm, aber da kann ich nichts gegen machen. Das ist die U-Bahn-Station. Beziehungsweise doch, wenn das die Autobahn ist, dann kann ich was dagegen machen. Sollte ich eh mal machen. Oha, okay. Wir brauchen eine neue Autobahnabfahrt. Aber was ich machen wollte, ist die ganze Straße hier mit einem Lärmschutzwall versehen, die ganze Autobahn. Da dürften die Anwohner dann weniger Krachprobleme haben. Und ich glaube, es wäre ganz gut, wenn ich hier oben noch eine Autobahnabfahrt hinbaue, wenn ich das richtig verstehe. Es könnte aber ein bisschen schwierig werden. Braucht dann wieder so ein Ding. So schräg und das da rein. Okay. Für Geld, wir haben 280.000. Hilfe. Okay. Wir bauen eine weitere Autobahnabfahrt. Jetzt staut sich schon bis da oben hin. Hilfe. So, dann reiße ich hier erstmal die Autobahn auseinander. Und baue da ein. So. Autobahnkreuz rein. Jetzt muss ich mir nur noch irgendwie überlegen, wie ich das miteinander verknüpfe. Also das ist recht einfach, ein bisschen schief, aber kann ich mit leben. Ich glaube, es ist am besten, wenn ich das abreiße und ein bisschen weniger Kurve. So. So. Na, fast gerade. So, jetzt muss ich aber dummerweise hier diese Riesenstraße nochmal wegreißen. Das wird jetzt ein abenteuerlicher Kreisverkehr, glaube ich. Wenn das überhaupt geht. Ich hoffe, wir kriegen keine Probleme mit dem Gefälle. Gerade wird der auf jeden Fall nicht. Aber seinen Zweck sollte er erfüllen. Könnte den Kreisverkehr auch komplett höher bauen eigentlich. Das ist mehr ein Ei als ein Kreisverkehr, aber was soll's. So. Muss, denke ich, ich muss auf jeden Fall den Kreisverkehr noch umdrehen, das darf ich nicht vergessen. So. Blub. Das ist mehr Achterbahn als Kreisverkehr. Achso, ich möchte nicht da drauf fahren müssen. Warte, ist das jetzt richtig rum? Moment. Moment, du musst gedreht werden.
Okay, da rein, da raus. Das ist total behindert. Aber egal, es hat funktioniert. So, und eigentlich geht es ja eh nur darum. Ups. Hier einen Anschluss zu bauen. Ich glaube, ich verbinde das sogar so und mache dann das hier unten noch zu einer sechsspurigen und hoffe, dass sie nicht zu überladen wird. Ansonsten muss ich hier die Straßen nochmal abreißen. Aber das sollte ja gehen. So, einspurige. Kann ich auf jeden Fall den Bereich hier auch noch mit benutzen. Ah ja, stimmt, hier war ja das Gefälle zu steil. Okay. Wasser. Oh, Wasser ist schon da. Schön. Okay. Glaube, dann haben wir es. Ich upgrade dann hier nochmal auf den Lärmschutzwall. Nur zur Sicherheit. Okay. Das sollte das Kreuz hier deutlich entlasten eigentlich. Weil die Leute, die halt eher in das Gebiet müssen, die können jetzt hier schon abfahren. Und später die Leute fahren dann einfach da ab. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Da ist schon wieder Stromproblem. Oh, wir haben wirklich Stromprobleme. Aber das ist ja kein Problem. Wir bauen hier einfach noch ein Solarkraftwerk hin. Das ist unsere Kraftwerksecke. Wenn da mal irgendwann ein Erdbeben durchfährt, dann haben wir echt ein Riesenproblem. So, auf jeden Fall können wir auch das jetzt weg. So, und wenn wir gerade das ganze Geld haben, dann möchte ich das gerne für U-Bahn in der Industrie ausgeben. Dass die Leute einfacher zur Arbeit kommen. So. Zack. Das sollte ja auch nochmal den Verkehr entlasten, wenn die Leute schön chillig mit der U-Bahn fahren können und nicht mehr darauf angewiesen sind, über die Autobahn zu fahren. Ups. So nicht. So, okay. Soll ich von hier noch da nach vorne? Habe ich auch einen zweiten Knotenpunkt? Und das kann ich auch noch verbinden. So, und dann brauchen wir natürlich erstmal wieder die Linie. Ich könnte auch die Linien erweitern. Ich weiß, habe ich aber keine Lust zu. Erstmal die Linie, die hier im Kreis fährt. Jetzt habe ich allerdings die Haltestellen hier in der Mitte nicht mitgenommen. Zack. Haltestelle, Haltestelle. Linie abschließen. Jetzt möchte ich von hier noch. Warum die ins Bürogebiet fahren sollten, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich glaube, ich ziehe jetzt mal eine Linie in jedes Gebiet. Gleich brüllt uns, genau, gleich brüllt uns wieder der Thunderstorm ins Gesicht. So. Dann hier runter. Keine Ahnung, irgendwas hat da gerade rumgebackt.